Mein Name ist Marcel Ruhl. Ich komme von der Stiftung Deutsches Technikmuseum in Berlin und arbeite da im historischen Archiv als Archivar. Hier in dem Projekt wollen wir quasi eine Sammlung von Fahrkarten und von Fahrscheinen historischer Art zur Verfügung stellen. Und zwar hat das jemand gesammelt, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, und hat quasi weltweit so Einzelfahrscheine oder Hundefahrscheine, Kinderfahrscheine und so weiter von verschiedensten Eisenbahnstrecken und Linien gesammelt und hat die im Prinzip auf solche Tableaus, nennen wir das, aufgeklebt, die halt im Format Größe A3 irgendwie vorliegen. Und das Interessante daran ist eigentlich die Weltumspannendheit oder was weiß ich, also dass das quasi auch wirklich aus fast jedem Land und von jedem Kontinent solche kleinen, bunten Fahrscheine irgendwie gibt. Und da kann man natürlich ganz verschiedene Projektideen irgendwie dran entwickeln. Also zentral der Schubu, also solche Dinge stehen dann da mit dran, die wir aber eigentlich nicht kennen. Also man müsste theoretisch jedes einzelne Digitalisat sich dann anschauen und diese Metadaten irgendwie erfassen. Und da ist für uns natürlich interessant, wie kann man das mit vielleicht Crowdsourcing-Mitteln oder so relativ einfach und schnell irgendwie erschließen, weil die Gesamtanzahl von Fahrscheinen ist geschätzt so um die 120.000. Und das kann man natürlich nicht alleine oder mit einem kleinen Team irgendwie erschließen und erfassen.